Na gut. Dann müssen wir wohl kämpfen. Boah. Oh, das war nicht so gut. Nix. Ja, das hätte ich vielleicht schlauer angehen können. Ich war mir nicht so sicher, wie weit der Pfeil reicht. Aua. Das sind echt viele. Oh. Naja, gibt halt ein paar Bonuspunkte vielleicht. Oha, wenn ich nicht vorher noch sterbe. Scheiße, ich muss ein bisschen mehr drauf achten. Ich sehe gar nichts, es sind viel zu viele. Oh, da ist so ein Ding. Ich muss mal kurz hier ein bisschen rausrennen. Wow, ich habe aber gar nichts gedacht. Hier sind so viel Schwarzpulver, ey. Junge. Ach, hier. Schon wieder so ein Dude. Lass mich doch mal in Ruhe. Takt. So. 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 Und dein scheiß Schwarzpulver, ey. Aber takt. So, da hinten müssen noch irgendwelche Pfeil-Dudes sein. Ah, da oben. Ah, verdammt. Was ist das? Ich glaube, ja. So, Leute, ihr seid jetzt in Sicherheit. Ihr könnt jetzt weiter singen. So. Ist da überhaupt irgendwer drin? Unsere Vorräte. Der Bär lasse ich jetzt nicht raus, er greift mich nur wieder an. Ach, sie singen wieder. Das ist doch schön. Was? Wie? Macht euch kampfbereit. Geht voran. Ach, ihr braucht euch nicht mehr kampfbereit zu machen. Euch geht es gut. Also die stehen jetzt alle aus Versehen nochmal auf. So, zwei fehlen noch. Was sind denn eure anderen Kumpels? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ach, hier oben. So hier? Er schickt mich. Ich wusste, jetzt den Alarm auslösen, damit Rioso kommt. Was? Oh. Ich habe nicht erkannt, dass das ein Bär ist. Alter, lass mich in Ruhe. Fuck. Alter, helft doch mal, Jungs. Helft doch mal. Ich werd vom Bären gefressen. Wow. Dankeschön, dass ihr auch mal mithelft. Meine Güte. Sagt euch, sollte keine Bären freischalten. Freilassen. Ja. So. Ich glaube, wir haben jetzt alle, ne? Gib Rezo das Signal. Ja, also kämpfen brauchen wir nicht mehr. Supporter Yoso, wir sind bereit. Jetzt das Tor öffnen. Oh,
Gegner. Los Leute, kämpft für eure Freiheit! Hier sind ja noch genug Leute. Oder sich nicht sonst um die anderen gekümmert hat. Jeder Explosionszeug geht mir auf den Sack. Ach, ja, genau das. Ach, ich lauf auch immer rein, ne? Nichts mehr. So, kurz raus, so. Ja, Junge, reicht doch jetzt. Lass mich doch auch mal. Dicker. Okay, habt ihr schon erledigt. Kleines Attentat zwischendurch. Dieser Dude! Ach scheiße, ich hab's gesehen, aber zu spät. Hör auf, so ein Zeug zu werfen, Mann! Geht ja richtig auf den Sack. Junge, wie viel hast du davon? So. Geht mal aus dem Weg, Jungs. Ich glaub, der Mann macht das mal wieder von nahem. Auf Ryuzo! Ja! Ich wusste, ihr vergesst uns nicht. Wir haben gewettet, wann ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Hoffentlich habt ihr Sake dabei. Das wirst du nicht glauben. Das ergibt keinen Sinn. Was ist denn? Die Mongolen haben meine Männer verschont und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Und uns. Also gut, Männer. Auf die Pferde! Ich muss zu Yuna. In Komatsu. Naja, erstmal müssen wir zu diesem Berg. Und uns da auch noch hochklettern. Juhu! Levelaufstieg. Deine Legende wächst. Der Held von Tsushima. Das klingt doch gut. So, Windglocke. Seltsame Geräusche locken die Wachen an. Diese Furien können Ablenkung sein oder Köder. So, einen Technikpunkt haben wir noch. Wirf einen Böller, um mehrere Gegner an einen Ort zu locken. Ja, komm, nehmen wir das direkt mal. Mit allen Wassern gewaschen. So, der Schatten des Samurai. Endlich habe ich alle Werkzeuge und Verbündete beisammen, um meinen Onkel aus Bokanida zu retten. Bevor wir zuschlagen, sollte ich in Komatsu mit Yuna sprechen und fragen, ob sie sich uns anschließen will. Ich komme, Fürst Shimura. Ja, so langsam kommen wir voran tatsächlich. Wer hätte das erwartet? Wow, wir sind irgendwie ganz oben tatsächlich gelandet. Aber wir können ja eine Schnellreise machen. Ich glaube, hier können wir auch eine Schnellreise hinmachen. Und dann kümmern wir uns erstmal um den Schrein. Dann um Yuna. Und wenn das Spiel dann nicht automatisch weitergeht, würde ich erstmal nochmal die untere Karte nochmal alles entdecken. Gucken, ob sich noch irgendwas in diesen verdeckten Sachen sich noch was befindet, das dann nochmal machen. So, ich glaube, ich krieg das hin. Juhu. Jetzt regnet es auch noch. Was soll denn das hier? Als ich das letzte Mal hier war, war es irgendwie noch schöner. So. Bambus.
Warum willst du dich hier durchquetschen? Könnten wir nicht auch sogar... Ah, jetzt wird das Wetter langsam besser. Ah ja, direkt besseres Wetter. Oh, da liegt was rum. Oh, bitte nichts werfen. Ich glaube, da liegt ein Zettel. So. Kann ich mich hier fallen lassen? Ach, Leinen sind es nur. Naja. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Das können wir nur... Ach doch, hier. Das ist doch mal cool. So. Gott, ey. Wie passt er hier überhaupt durch mit seiner fetten Rüstung? Fragen über Fragen. Okay. So. Ich habe das Gefühl, wir sind keinen Meter weiter nach oben gekommen irgendwie. Das ist auch noch ein weiter Weg irgendwie. Da drüben ist mein Pferd. So, zack. Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst. Oh Gott. Das ist nochmal gut gegangen. So. Blume. Juhu, wir sind da. Doch schneller. Talisman von Izanagi oder Izanagi oder wie auch immer. Was macht er? Ein Kopfschusstreffer hat eine Chance von 40%, einen Pfeil zu erstatten. Das ist mal interessant. Kann ich direkt von ihr hier aus nach Yuna? Ja.